Hallo und herzlich willkommen, Leute. Das ist jetzt nicht wirklich ein neues Let's Play. Das ist einfach nur ein Spiel, das ich in letzter Zeit relativ gerne spiele. Und das benutze ich jetzt einfach mal, um sich was zu erklären, denn ich habe mir ein neues Format, nenne ich es mal, rausgebracht. Neue Kategorie und ich let's have fun with. Praktisch alles, was ich da mache, ist, ich spiele mit ein paar Freunden irgendwelche Spiele, halt irgendwelche, die wir zusammen spielen, und wir haben halt eine große Gaudi zusammen, und ich denke mir halt irgendwann, ja, ich nehme das jetzt einfach mal auf und zeige euch dann, was wir so alles gemacht haben. Das wird auch, das wird eben nicht regulär sein, weil manchmal ist es halt einfach nicht so witzig, miteinander zu spielen, manchmal machen wir eben nicht so viel Scheiße. Und manchmal wird es einfach nur verdammt witzig. Und das ist das, was ich euch zeigen möchte. Und deswegen habe ich extra dieses Spiel gestartet. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Und dann wünsche ich euch... Moment. Oh, warte. Das möchte ich noch einsammeln. Nehme ich euch gleich mit. Dieses Spiel ist ein relativ schönes Spiel. Ich mag es sehr. Ist aber leider ab 18. Und vielleicht Let's Play es irgendwann. Da möchte ich hin, ich möchte aufhören. Pass auf! So. Damit ich das jetzt auch, nachdem ich es habe, ja, hoffe ich euch, es gefällt, dass die erste Folge mit Let's Have Fun, Mountain Blade, Napoleonic Wars. Viel Spaß! Okay, los geht's! Wenn du keinen Platz hast für Katatsche, dann. Wenn ich keinen Platz habe? Nicht ausrüsten. Ja, keine Ahnung, ich habe gerade deine Muskete aufgenommen und als ich dann die Kartetsche aufnehmen wollte, ging es nicht. Ach so. Aber mich zu zielen. Sei mal ein bisschen männlicher. Ich hab zwei Pümpel. Geil! Sagt er und wurde zusammengepümpelt. Ich sag das doch, Chris, ich liebe es, wenn ein Pömpel mich durchdringt. So schaust du aus. Hier ist die Beinarbeit fast noch wichtiger als bei Mountain Blade, normal. Mhm. Weil du ja nur zustechen kannst, und wenn ich nach rechts laufe, dann geht dein Stich ins Leere. Oh Gott! Oh Gott! Da hat mich der mächtige Pömpel niedergestreckt. Verdammt, du spawnst hinter mir. Wie hat dich der jetzt verfehlt? Ich hab gesehen, dass es hinter mir explodiert ist. Ah, Party, gibst du auf? Nicht wirklich, nein. Chris, ich hab Fans, die zuschauen. Ich kann da nicht aufgeben. Sicher, jetzt würde da jemand zuschauen. Ja. Im Durchschnitt nach 2 Monaten 10 Leute. Ja, die sich irgendwie verklickt haben. Wahrscheinlich, ja. Hey. Noch hat mir keiner gesagt, Alter, du bist scheiße, verpiss dich, okay? Ja, aber ich habe zum Beispiel gestern wieder aus Versehen auf einem Video mit 10 Klicks gelandet, weil ich einfach zufällig draufgeklickt habe in der Suche und. Naja, der denkt sich dann, hey, jemand hat mein Video angeklickt. Die Kanone ist nicht mehr effektiv genug. Muss zu anderen Mitteln greifen. Alter, ich hab Hunger. Oh Gott, nein. Tu es nicht. Patty, ich werde dich aufhalten mit... Moment, mit... Ja. Was machst du da? Na, sei still. Was jetzt? Ja. Ich schütze ihn. Ja, da kommst du nicht mehr vorbei. Lass mich in Frieden. Oder ich baue. Ja. Verdammt. Jetzt reicht's, Patty. So. Oh Gott, ein Verrückter. Was bist denn du für eine? Ah, ich bin ein Pirat.
Der sieht ja stylisch aus. Ja, still. Furchterregend. Soll die Axt, das ist meine Axt. Verdammte Axt. Untersteh dich. Die Axt ist scheiße. Meine Waffen zu benutzen. Axt ist kacke. Du bist kacke. Ich weiß. Das war jetzt aber nicht sehr nett. Ja, jetzt hast du die Kacke am Dampfen, denn jetzt kann ich meinen Scheiß. Ich dachte, ich kann mit dem Hammer die Sanddecke wieder aufbauen, aber ich hab sie kaputt gemacht. Puh, Patti, da bist du wohl. Meine Flinte reingefallen. Und auf die berühmte Drehtaktik. Ich möchte auch ein Pirat sein. Sehr still. Also Schiffscrew ist passt du also. Ach, weißt du was? Ich erschlag dich jetzt mit einem Fernglas. Das funktioniert nicht. Aber mit dem Fernglas kannst du ziemlich nah ranzoomen. Ach. Nicht in den Arsch! Ach, Chris. Das war jetzt aber nicht sehr nett. Versuch's doch nochmal. Okay. Wird bestimmt diesmal wesentlich besser funktionieren. Natürlich. Alles tut deinem Pferd weh, hm? Stirb! Mein Arsch! Okay. Was das Witze ist, also, ich hab dein Pferd nicht getötet. Ja, ja, da ist noch ein anderer, ne? Ja, der hat dein Pferd abgeknallt. Jetzt sind es schon vier. Oh Gott, jetzt ist wieder mehr. Was soll diese Trickery? So kommen jetzt Leute, Insane Psycho Killer und The Two-Sided Bandit. Was soll denn das? Ja, und beide sind scheiße. Das ist doch schon mal vorteilhaft. Kann ich vielleicht angeben, ein bisschen. Da habe ich gesehen, wie jemand geschossen hat. Ja, der kann aber immer noch nichts. Ich werde mal Infanterist an denen zeigen, wo der Hammer hängt. Ich habe gerade einen getötet. Glaubst du echt, dass du das schaffst? Schießt du da auf mich? Nö. Wieso sind alle Engländer? Keine Ahnung, keiner mag Russen? Ernsthaft der scheiß Psycho-Killer umgemacht. Das aussieht ja wohl doch. Was? Scheiß Killstealer. Sehr schön, Patti. Das ist immer das Schönste, wenn die Leute einfach nur auf dich zurennen und du einmal in die reinstichst und dann ist vorbei. Warte, wie hast du mich jetzt erwischt? Ich habe mich während meinem Stich in dich reingedreht. Das hört sich gut an. Ich liebe es, wenn du in mich stichst. Ach Chris, wieso mache ich immer so schwule Anmerkungen bei dir? Keine Ahnung. Vielleicht stehst du auf mich. Wahrscheinlich. Ja, der erschießt mich mal von da ganz hinten. Heute, wie weit war denn der weg? Ich glaube, ich war auf der falschen Seite. Er ist trotzdem fickt, ich war der weit weg. Ich will den abstechen. Was soll der Mist? Hat mich entdeckt. Ich habe dich gerecht. Das hilft mir nicht viel. Nicht? Gut, bin ich trotzdem. Bist du das oder ist es wer anders? Wer anders? Ist ja auch aufgefallen.
Als ob es einen Unterschied macht. Ich hätte dich auch erschossen. Dachte ich mir aber. Ein tödlicher Schuss nach dem anderen. Alter, ich habe früher gestochen. Was soll denn das? Jetzt werden sie mich zu zweit umbringen. Tschüss. Das ist eben eine schöne hier, wenn man das einigermaßen über das Spielerverhalten Bescheid weiß, dann weißt du genau, dass du dich, wenn du dich umdrehst und einen abstehst, der überhaupt nicht vorbereitet ist. Du kannst halt mit einem Hieb jeden umbringen. Da kannst du dann schon mal so ein 5 gegen 1 in 2-3 Sekunden beenden. Na, da haben sie beide gelieft. Echt? Beide? Ja. Ja. Okay, ich werde jetzt auf Scharfschütze umsatteln. Auf Scharfschütze? Zumindest so eine Art. Siehst du, dann habe ich so ein anderes Gewehr. Das zwar kein Bajonett hat, aber das genau alles. Wovon man nicht viel bemerkt, ehrlich gesagt. Aber es gibt extra so Regimenter, die halt dann nur diese Scharfschützen spielen, die halt dann weiter wegstehen als alle anderen und so weiter. Aber die sind eigentlich scheiße. Na dann. Kann ich noch nehmen? Den hier. Götterfunke, Tochter aus Elysium. Ergib dich. Leg die Waffe weg. Weglegen, habe ich gesagt. Leg sie weg. Bitte. Hände hoch. In Knien. Jetzt willst du mich erschießen. Werde ich das wirklich, Patti? Wahrscheinlich, ja. Bin nicht so sicher, was ich mit dir anstellen soll. Könnte jetzt einfach abdrücken. Bloodshot for Freedom. Das war zu langsam, das hätte ich schon angenommen. Hättest du nicht. Ich bitte dich. Ich kenne dich. Würdest nie einen Blowjob von mir annehmen. Ergib dich, Patti. Du sollst dir ergeben, Herrgott. Aber ich finde die Todesanimation immer sehr theatralisch. Wie sie noch einmal kurz das Salut beinahe salutieren. Patti, bist du das? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Bin ich nicht. Hör auf. Aha. Ergib dich. Was? Verschossen. Eine falsche Bewegung und du bist tot. Ich bin so oder so tot. Natürlich ein Kopfschuss. Das machen wir, wenn man verschießt, dann muss man sich ergeben, oder wie? Ja. Weil du weißt, dass du im Nahkampf nicht gewinnen kannst. Okay. Don't shoot me! Don't shoot me! Blowjob for freedom. I swallow. I swallow. Everything. Halt den Mund. Geh weg. Nicht, dass du noch auf dumme Gedanken kommst, dann nehme ich die Muskete lieber weg. Ja, die ist nicht geladen, du Depp. Die hat auch keine Muni. Ah, fuck, falscher Modus, nein! Das war peinlich. Ja, Patti. Deshalb sollte man sich immer ergeben. Jetzt müsstest du dich auch ergeben. Nee, weil ich dich im Nahkampf besiege. Willst du das wirklich? Sicherheit. Würde ich mein Leben drauf verwetten. Ja, wer hätte es gewonnen?
Aber ganz ehrlich, du würdest 90% der Wetten gewinnen. Dafür gibt's ja Feuerkraft. Da kannst du mich mit einem Schuss töten, ohne dass ich was dagegen machen kann. Die Freude schöner Götterfunken hilft mir gerade auch nicht wirklich. Das hilft schon. Du musst nur daran glauben, Patty. Okay, ich glaube. Fick dich! Ich vergesse es jedes Mal. Mich doch nur einen kleinen Sprung machen, um dich zu verwirren. Ich hab gerade versucht zu chappen und das hat nicht funktioniert. Das ist aber traurig. Funktioniert nie. Nie, wenn man es möchte, gell? Na. Ja, wollen würde ich es immer. Waffe weglegen, Patty, Waffe weglegen. Ah! Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding, ding. Ich brauche auch ein Schwert. Ja, das ist gerade eins. Ja, ich hab's aber verloren. Musst du bloß zu deiner Leiche gehen und wieder eins holen. Oder ich lass es. Dann werde ich dir nicht sagen, wie du eins bekommst. Ich habe ein Schwert. Weißt du nicht, wie gut das ist? Für mich bist du gerade ein Scharfschütze. Na, hoffentlich verblutest du. Das ist jetzt aber nicht sehr nett, was du mir da wünschst. Da steht Patty. Bist denn du? Wie konnte dich das nicht fällen? Los, gut. Ein Lanzenreiter. Ja, ich hab die Höhe. Das ist so ein lausiger Kavallerist. Ja. Ausgetänzelt. Ist dein scheiß Pferd schneller? Das schnellere Pferd. Ausgetänzelt. Verrecke. Es wurde dein Pferd gefallen, ha? Noch lange nichts verloren. Ja, okay, es ist verloren. Steh auf. Danke, dass du mich aufstehen lassen. Ich hatte Gnade mit dir. Danke. Viel gebracht hat's nicht. Naja, versuch mal mich umzubringen, so. What the fuck? Hab ich zu früh geschlagen, oder wie? Weiß nicht. Offensichtlich.
Also jetzt verarscht du mich. Wir müssen mal unter den Busch rausgehen. Sehe ich nicht so viel. Ich vergesse es schon wieder. Ich würde dich nie verarschen, Patty. Sehe ich. Jetzt gehe ich, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Natürlich. Du blöder Sack! Ernsthaft! Das